Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Format KN trifft KSV, der Sonntagstalk. Mein Name ist Andreas Geidel, neben mir sitzt der sportliche Leiter Ralf Heskamp an alter Wirkungsstätte. 26,5 Jahre haben Sie hier gearbeitet als Profi und als Geschäftsstellenleiter der Heskamp. Heute in Osnabrück leider eine 2:3 Niederlage. Nicht so besonders erfreulich, aber noch unerfreulicher. Die Verletzung von Marlon Krause sah schlimm aus, linkes Knie. Wissen Sie schon etwas Neues von Marlon oder gibt es da noch keine Diagnose? Nein, wie Sie gesagt haben, ist richtig, ist linke Knie, aber da jetzt zu spekulieren, ich glaube, das bringt nichts. Er muss erst mal sehen, dass er zum Arzt kommt und ein MRT macht und dann sehen wir weiter. Das wäre jetzt fahrlässig, jetzt eine Diagnose zu stellen. Gehen wir mal davon aus, was wir natürlich nicht hoffen, aber was gewaltig nach aussah, dass es doch eine etwas kapitalere Verletzung ist. Wird Holstein dann bis Montag noch im Transfermarkt zuschlagen, was die Innenverteidigung anbelangt? Ja, jetzt unabhängig von Marlon haben wir sowieso gesagt, dass wir gucken und suchen. Und wenn wir das Richtige finden und wir davon überzeugt sind, dann werden wir noch was machen. Aber nicht unter allen Umständen. Jetzt muss man halt mal abwarten, was mit Marlon ist, aber so weit Stand der Dinge. Okay, kommen wir zum Spiel. 2:3, kurioses Spiel. Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit hui. Mhm. Aber die erste Halbzeit, das ging ja nun wirklich gar nicht irgendwo. Ne? Wie können Sie sich das erklären, was da passiert ist? 0:3, Halbzeitstand in Osnabrück, muss man nicht haben. Ja, man sieht immer nur das 0:3. Das geht gar nicht, das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Ich sag mal, wir haben bis zum 2:0, war es zwar kein gutes Spiel von uns, aber auch nicht so schlecht. Das war ein Abnutzungskampf. Wir haben nicht viel zugelassen, Osnabrück hat nicht viel zugelassen. Es gab den einen Elfmeter, der immer passieren kann. Natürlich, was ab dem 2:0 bis zur Halbzeit passiert ist, das war sehr schlecht von uns. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was wir können. Und ja, mit etwas Glück spielst du auch 3:3. Jetzt ist die englische Woche, drei Spiele, ein Punkt. Das ist sicherlich nicht das erstrebenswerte Ziel oder das angestrebte Ziel gewesen von Holstein. Setzt man sich zusammen und sagt jetzt, oh, wir kommen jetzt in eine kleine Krise oder wir befinden uns in einer kleinen Krise, oder wird das weiter sachlich nüchtern analysiert und darauf gesetzt, dass es dann gegen die Stuttgarter Kickers beispielsweise am kommenden Sonntag besser wird? Natürlich haben wir uns mehr erwartet. Die Ergebnisse sprechen halt nicht für uns. Aber trotzdem muss man die Spiele auch vernünftig analysieren und das machen wir und werden auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. So schlecht wie die Punkte, so wenig Punkte, die wir geholt haben, so schlecht haben wir nicht gespielt, glaube ich. Man muss das alles vernünftig analysieren und wir haben immer einige Minuten im Spiel gehabt, ja, die sehr schlecht waren und daraus resultieren dann auch die entsprechenden Tore. Das müssen wir natürlich abstellen und das wird analysiert und da werden wir versuchen, diese Fehler abzustellen, das ist ganz klar. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass es am nächsten Sonnabend gegen die Stuttgarter Kickers zu Hause, dass es da besser wird. 13 Gegentore ist ein ganz schöner Hief zum jetzigen Zeitpunkt, aber das bedeutet ja nicht, in der vergangenen Saison, wenn ich es nochmal sagen darf, war am 9. Spieltag 9 Punkte, 1:2 verloren in Osnabrück und dann ging die Post ab. Hoffen wir mal, dass Osnabrück auch jetzt wieder die Wende in die richtige Richtung ist. Herr Heskamp, ich sage schönen Dank für das Gespräch und wir sehen uns wieder am nächsten Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.